Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 im Singleplayer auf der Map Belgique Profond. Und ich habe letztes Mal zum Schluss noch einige Sachen gekauft, die wir jetzt mal zum Hof bringen. Beziehungsweise muss ich noch ganz kurz schauen. Ich habe hier zwischen den Aufnahmepausen habe ich hier den Einhänger weggebracht und wieder ans Feld gestellt. Das heißt, wir müssen den doch jetzt noch befüllen und dann dürfte das eigentlich so gut wie fertig sein. Das werden wir schauen, ob wir das dann machen. Der Helfer ist dran am Ansehen. Kaum schaue ich hin, funktioniert es wieder nicht. Was ist sein Problem? Also wenn ich nicht reinspringe, dann funktioniert alles. Aber sobald ich reinspringe, dann hält er an. So auf die Art, oh, Chef ist da, ich muss irgendwas machen. So, Helfer rein und raus. So, hier sind wir. Reform. Ich zeige euch, ich fahre mal ein Stück vor und dann zeige ich euch den. Sound ist auch schon geil. So, Reform 550 Multi, genau. Vom Südtirol-Bauer ist der. Ihr italienisches Kennzeichen natürlich. Und also ich muss sagen, ich finde den gut. Also ich bin jetzt nicht begeistert von. Es gibt auch ein paar Sachen, die würde ich einfach ändern, so wie zum Beispiel diese Aufhängung hier hinten. Die ist für mich komplett überflüssig. Also mir reicht eigentlich die Anhängerkupplung für einen kleinen Hänger oder sowas, aber hier nochmal, weiß ich nicht, irgendein Gerät dran zu hängen, ist für mich ein bisschen unrealistisch. Texturenmäßig ist es jetzt nicht der Burner, sage ich jetzt mal, aber er ist zweckmäßig, ist eigentlich ganz okay. Ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken. Es gibt noch ein paar Sachen, die verbessert werden müssen. Ich habe auch schon auf Modhoster gesehen, dass der Modder gesagt hat, es wird eine Verbesserung geben. Beziehungsweise, das ist ja schon die Version 2 oder 3 sogar davon. Es hat mal eine Version gegeben. Die hat nicht schön ausgeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war nicht so hübsch. Aber es ist auf alle Fälle schon besser, als wie es gewesen ist. So kann man es, glaube ich, im Allgemeinen beschreiben. Warum ich den genommen habe? Ich werde den verwenden für unseren Haus- und Hof-Truck oder Fahrzeug, weil er einfach sehr, sehr wendig ist. Und ich zeige euch das hier. Also, Sie seht das. Also, der steht, der dreht praktisch auf der Stelle. Und das ist gerade, wenn man so im Stall reinfahrt oder solche Sachen oder den Mist kurz wegbringt, dann ist das eigentlich optimal für uns. Soundtechnisch ist auch sehr schön. Innen, ja gut, die Scheibe ist eigentlich immer schmutzig, also die bekommst du gar nicht sauber. Hier, das ist, ja. Will jetzt nicht sagen hässlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht atemberaubend. So ehrlich, glaube ich, kann man schon sein. Ansonsten, super Idee. Wirklich, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich den gesehen habe. Und auch die ganzen, ich zeige euch das ganz kurz, die ganzen Zubehörteile zu dem Gerät. Kann ich das so machen? Steht da Fortuna Bergmann? Reform. Also da gibt es ein Ladewagenmodul, es gibt Saatgut- und Düngermodul, Transportmodul, das wir jetzt gekauft haben. Und dann gibt es noch Miststreuer. Es gibt Güllefass, was ich weiß. Moment, wir schauen nach, nicht, dass ich einen Blödsinn erzähle. Genau, es gibt von Kirchner Güllefass für. Es gibt auch noch Ladewagenmodul, haben wir schon gesehen. Hier gibt's nichts. Hier, es gibt sogar ein Holzmodul, wo man Holz laden kann. Also keine übergroßen Stämme, aber man kann sie laden. Und die Plattformmodul, da habe ich noch keine Verwendung für gefunden. Wobei man das, ich habe mal versucht, hinten eine Palette raufzustellen, die fällt sofort wieder runter. Da ist überhaupt keine Attacher und nichts drin. Und dann, das war's eigentlich. Eigentlich sollte es noch einen Miststreuer geben. Habe ich den vergessen jetzt? Miststreuer. Ja, hier. Vom Bergmann. Also das gibt's auch. Ich finde das im Allgemeinen eine super Sache. Wirklich, muss ich sagen. Gerade für unsere Zwecke hier. Ich meine, also ich sehe das hier, Blinker und so, das ist alles
vollkommen okay, das sagt kein Mensch irgendwas. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die, die mich persönlich stören. Vielleicht sagen die anderen, der ist super, der ist klasse, der ist Bombe. Ja, mag ja sein. Aber für mich persönlich sind halt ein paar Sachen, die noch verbessert werden müssten. Wobei ich ihn jetzt nicht unspielbar finde. Wo man nur aufpassen muss, ist, dass er relativ tief gesetzt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier ranfahre, dann hänge ich. Seht ihr das? Der hängt sich komplett fest, weil er einfach sehr, sehr tief gesetzt ist. Schauen wir mal, ob wir das selber wieder in Ordnung bringen. Ja. Also entweder musst du da mit Schmackes drüber, dann funktioniert das auch. Oder hinten rumfahren. Ist jetzt nicht schlimm, man muss es nur wissen. Weil da kann man sich drauf einstellen. So, ich werde den oben posten. Ne, ich werde den nicht oben postieren, weil ich ja eigentlich mit dem... Ich will ja mit dem Gerät hier eigentlich die Silage von hier zu den Stellen bringen, zum Beispiel. Damit ich dann nicht immer mit dem Anhänger rein muss. Deswegen lassen wir den hier stehen, hier unten. Weil da stört jetzt momentan niemanden. Aber es ist auch ein... Also ich finde die Idee einfach klasse. Sowas hat es zu 13er Zeiten das DLC gegeben, ne? Das Lindner DLC. War ja auch sowas ähnliches. So. Das müssen wir machen. Der Johnny steht hier. Sag mal, was machst denn du eigentlich da? Also irgendwie habe ich kein Glück mit den Helfern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, dass ich zu wenig bezahle. Keine Ahnung. Aber... Naja. Wir geben nicht auf. So. Dann nehmen wir den Johnny wieder mal. Dann werden wir die Konsole da hinten ablegen. Und den Adapter. Nennt es wie ihr wollt. So. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir was verkaufen. Und was Neues kaufen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar ist das die Spritze. Die Spritze kommt weg. Weil ich eigentlich generell nicht so der Düngerspritze-Freund bin. Ich bin mehr der Düngerstreuer-Freund. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich dann in den Bäumen und nirgends hängen bleiben kann. Und das auch für den Helfer natürlich viel, viel angenehmer ist. Da wir jetzt aber noch ein bisschen was drin haben, werden wir jetzt ganz fix das Feld 6 damit düngen. Weil, warum soll man es verschenken, ne? Ist ja auch Schwachsinn. Und da eignet sich das John Deere 6810 natürlich optimal. Finde ich jetzt. Und dann werden wir die Spritze leer machen. Und dann leer oder zumindest fast leer verkaufen. Ich bin ja nicht der Sponsor für die Herren Landhandel. Das ist ungefähr so, als wie du ein Auto verkaufst und das Auto, man verkauft auch kein Auto, was vollgetankt ist. Das macht man ja auch im seltensten Fall. So. Hier haben wir einen Streifen vergessen, ist aber nicht so tragisch. So, soll ich wirklich schauen, wo der Helfer ist? Oh, der fährt. Okay. Ich habe schon so viel Schlimmes mit dem Helfer erlebt, also da ist jede Bewegung seinerseits ist eigentlich ein Erfolg für mich. Aber gut. So, wir werden dann auch wieder Felder kaufen, glaube ich, weil es gibt zwar jetzt noch einiges, was ich kaufen möchte. Aber ich weiß es nicht. Es ist halt immer dasselbe Problem. Du willst alles haben, aber es ist kein Geld da. Wobei wir jetzt wirklich schon viel haben. Also für das, dass das Folge, weiß ich nicht, irgendwas 30 ist, haben wir doch schon einiges geschafft. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Eben das nächste größere Projekt, das ansteht, ist eben Grasmähen. Beziehungsweise Heu produziert, wenn ihr das so wollt. Und deswegen habe ich ja auch den Zetter gekauft. Muss mich mal umschauen, ob es auch einen Mod-Zetter beziehungsweise einen Mod-Schwader gibt. Das Problem bei den Mods, was mir aufgefallen ist, dass die alle so riesig sind.
Also das ist nicht einfach so ein Schwader. Entweder du hast nur einen Schwader, also wirklich nur einen, oder du hast gleich ein Gerät, mit wo vier oder fünf Schwader dranhängen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. So, der Doppelschwader, der war eigentlich schon ganz okay. Oder ist immer noch okay. Ich werde den auch verwenden. Solange ich nichts anderes finde, verwende ich die Standardmaschinen. Das ist nun mal so. Was macht denn der da hinten? So, das Stück hier noch. Dreht und dreht und dreht und keiner weiß eigentlich warum. So, 11 Minuten schon wieder vorbei. Ey, es ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Gut, ich werde es noch ein bisschen von dem Düngemittel auf das Feld 8 schmeißen. Oder spritzen, wenn ihr das so wollt. Was hat er denn hier gemacht? Weiß ich, was der hier gemacht hat. Oh ja. Solange es fertig macht, ist mir das eigentlich egal, wie er das macht. Nur weiß ich jetzt echt nicht, was der da macht da vorne. Was macht er denn da? Also drehen sieht anders aus. Vor allem die Bahn, die er jetzt ansetzt, die hat er schon. Oder zieht er jetzt rüber? Ey, ich verstehe das nicht. Ja, er macht schon was. Es dauert ein bisschen, aber er macht. So, vielleicht geht sich das noch aus, dass wir das mitnehmen. Hat jetzt nochmal ange... Ich sag, da ist nichts mehr zu. Aber das passt dann nicht, ne? Ah, okay, das heißt, diese Folge haben wir das nicht geschafft, die restlichen Ballen einzusammeln. Dann müssen wir das halt nächste Folge machen. Und dann verschiebt ihr natürlich auch das Grasmähen auf die übernächste Folge. Und so weiter und so fort. Und irgendwann wird der Helfer bestimmt auch fertig sein. Ich glaube fest daran. Und dann kann auch schon die nächste Ernte beginnen. 6% haben wir noch drin. Ja, die schmeißen wir hier noch rauf. So passt das. So, leer. Super. Hat trotzdem noch für 1,5 Felder gereicht. Das ist gut. Okay. Also nicht so schnell. Die muss erst zusammenklappen. Aber den Düngerstreu werden wir erst in der nächsten Folge kaufen. Also wir werden die jetzt auf alle Fälle verkaufen und dann das Mähwerk und den Tetter nach Hause bringen. Weil was wir haben, haben wir daheim, ne? So, Tachchen!
So, was sagt die Lok? Die Lok sieht gut aus. Ich habe jetzt Cosplay mal rausgenommen. Und ich glaube, dass ich es erstmal draußen lassen werde. Nur wenn ich es explizit brauche, dann werde ich es mit reinnehmen. Das ist mir der Aufwand wert. Ich will nämlich nicht, dass die ganze Zeit die Lok vollgeknallt wird mit Cosplay-Feldern. Also ich verstehe das sowieso nicht. Vielleicht wisst ihr da, warum... Uah. Junge. Geh weg. Vielleicht wisst ihr da eine Lösung. Ich habe die aktuellste Version runtergeladen. Ich habe nichts spieletechnisch geändert oder irgendwas. Aber es wirft Fehler ohne Ende. Vor allem, wenn der Helfer läuft, ist mir aufgefallen. Vor allem dann. So. Alles klärchen. Mach's gut, Spritze. So, dann nehmen wir gleich den Tedder. Die Mülltonne, ist sie immer schon da gestanden? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. So. Aber die Kombi sieht auch gut aus, ne? So, der Johnny mit einem Zetter. Schon cool. Okay, wir sind schon wieder am Ende dieses Parts. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit nächstes Mal vor uns. Und ja, freut euch drauf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dementsprechend macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.